Das kommt, ich kann nur jedem empfehlen, dieses Buch ist super gut geschrieben. Also es ist unterhaltsam geschrieben. Es ist alles, wie man braucht. Es ist Tiefgang, es ist lustig geschrieben, ein unglaublicher Wortschatz. Jeder, der Jürgen kennt, weiß, dass er diesen hat. Es ist auch sehr interessant geschrieben. Es ist eine Mischung zwischen Reflexion und auch ganz einfachen Geschichten seiner ersten Liebe oder den vielen, die es da gab. Ja, das wollen wir auch alle wissen, ist doch klar. Das findet sich in diesem Buch. Und wie der Jürgen so ist, er hat nichts mehr zu verbergen. Er schreibt halt frei von der Leber, viel zu kompliziert, darüber nachzudenken, was könnte man denn sagen, was könnte man nicht sagen. Das hat sich der Jürgen vor vielen Jahren abgelegt. Und was mich jetzt interessieren würde, an welcher Stelle wurde dir das bewusst, dass du als Ausgestoßener gar nicht mehr zurück willst, sondern deinen eigenen Weg gehst? Also erstmal muss man sagen, dass ich mit Ausgestoßensein eigentlich sehr gut zurechtgekommen bin, weil ich bin immer wieder ausgestoßen worden. Ja. Also ich habe so viele Kündigungen in meinem Leben gehabt. Und dann wurde mir immer die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, du musst es machen, so wie wir es machen, oder du musst gehen oder wirst gekündigt. Und da habe ich immer gesagt, dann ich mache das nicht so, wie ihr wollt, ich mache das so, wie ich will. Und wenn ihr das nicht vertragen könnt, dann müsst ihr mich halt kündigen. Das habe ich immer wieder gesagt. Und dann bin ich rausgeflogen und dann ging aber das Leben weiter. Und deswegen war ich da nie deprimiert. Und ich bin ja rausgeflogen bei der Jugendwelt, bei der Jungle World, beim Neuen Deutschland, beim Freitag. Also ich bin ja der Reihe nach, das war aber ein Prozess von über 10 Jahren, aber ich bin der Reihe nach rausgeflogen und nachdem ich alle durch hatte und überall rausgeflogen bin, habe ich gesagt, ihr könnt mich mal, ja, jetzt mache ich mein eigenes Ding und das war dann die Geburtsstunde von Kompakt im Jahr 2010. Ja. Das war sozusagen, also ich habe schon versucht, ich bin kein Mensch, der jetzt schnell wechselt. Ja. Manche sagen, ja, was war jetzt für dich das Erlebnis, wo du vom Linken zum Rechten geworden bist? So wie Saulus zum Paulus, ja, der hat ja, was weiß ich, Jesus gesehen oder die Maria oder so, dann hat er vom römischen Christenverfolger zum Oberchristen gewechselt. Sowas gab es bei mir nie, so ein Saulus-Paulus-Erlebnis. Das war ein quälender Prozess, wo ich es immer noch mal versucht habe, den blöden Linken zu erklären, warum man den Nationalstaat verteidigen muss, um den Sozialstaat zu erhalten. Das ist ja so ein naheliegender Gedanke, ja. Aber nachdem ich das dann immer wieder probiert habe und immer wieder gegen die Mauer der Dummheit und der Käuflichkeit und der Verderbtheit gestoßen bin, irgendwann bricht der Krug wieder zum Brunnen geht. Und das war bei mir dann das Gründungsdatum von Kompakt. Ja. Gut, ich habe das bei dir gesehen, die Volkssouveränität oder ja. Da hatte ich die Schlagzeile im Kopf, da hieß es Querfront. Ja. Und dann hast du in dem Buch, wie ich ja so bin, irgendjemand geliehen habe, weil ich ja der Meinung bin, Bücher müssen gelesen werden, und das kam dann nie wieder zurück. Gut, sei es drum. Auf jeden Fall, ich meinte mich noch daran zu erinnern, dass du das schon noch auch noch ein bisschen gefremdelt hast mit dem Rechts. Also für mich war ein Rechter der Gauweiler und alles danach. Da war schon noch, nach meinem Gefühl, auch bei dir noch eine Form der Abgrenzung aus Sicherheit. War das jetzt noch ein intuitives Gefühl von früher, mit den Menschen außerhalb von Gauweiler nicht zu reden? Oder wie der findet. Also ich meine, es war so. Da war man eine gewisse Form der, in dem Rahmen kann man reden, weil alles andere ist nicht interessant. Naja, gut, das war zum Teil taktisch motiviert, weil ich versuchen wollte, dann doch noch in die Linke reinzuwirken. Und ich kannte auch nicht viele Rechte. Also wir reden jetzt über den Zeitraum 2008. 2009. Ich kannte nicht viele Rechte. Der erste Rechte, den ich kennengelernt habe, war der Manuel Ochsenreiter, der dann später Chefredakteur bei Zuerst war. Und mit dem bin ich auch super gut ausgekommen und wir haben uns dann auch getroffen, da war ich noch bei der linken Presse, haben uns immer wieder getroffen und so weiter. Und dann habe ich eben, bei der Linken war ich exkommuniziert, habe Kompakt gemacht und dann habe ich immer mehr Rechte kennengelernt. Und die waren alle sehr sympathisch. Also auch unter Einschluss von NPD-Leuten, wo ich kennengelernt habe, die waren alle viel offener in der Diskussion als diese vernagelten Linken. Ja.
Und dadurch hat sich dann ein Prozess sozusagen auch die, wie soll man sagen, der Rechtsverschiebung entwickelt, wobei ich mich eigentlich nie und auch heute nicht als Rechter gefühlt habe, sondern ich fühle mich als Patriot. Und Patriot ist keine ideologische Frage, sondern ist eine, ich will mal sagen, anthropologische Konstante, ist eine Herzensangelegenheit. Wenn du Deutscher bist, dann willst du Deutscher bleiben und du wirst alle Versuche zurückschlagen wollen, dass dir dein Land, deine Kultur, deine Sprache, deine Geschichte weggenommen wird. Das hat nichts mit links und rechts zu tun.